Was geht's, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Shantae 2 Risk is Revenge hier bei Crush 4589. Letzten Part konnten wir den Squid Baron, so hieß nämlich der Boss, bezwingen und damit das erste Siegel an uns nehmen. Und nun wird es Zeit, dass wir uns auf den Weg zum nächsten Siegel begeben. Wir sind auf jeden Fall jetzt stärker geworden. Wir können schneller mit den Haarpeitschen. Und haben sogar noch etwas mehr Magie drauf. Also mehr Magietechniken drauf. Und auch vor allem mehr Heilpotions. Damit sind wir also jetzt gut ausgestattet für die nächste Welt, die noch auf uns zukommen wird. Also auf den nächsten Dungeon. Weil es gibt dieses Mal anscheinend nur 3 Dungeons, wie ich feststellen durfte auf der Karte. Also das Spiel wird schon ein wenig kürzer sein. So, hier ist Bolo. Was hat er denn? Oh. Du solltest den Bürgermeister einen Besuch abstatten. Er ist bei seinen... Ja. Seiner Spaßseite beim Strand. Es ist am anderen Ende... Es ist weit... Am Ende von Polypstrand. He said to bread with this. Er möchte dich damit entlohnen. Was? 100 Gems? Okay. Der Bürgermeister will sprechen und er gibt mir 100 Gems. Wofür bitte? Hä? Er hat mich doch gefeuert. Wieso bezahlt er mich nochmal? What the fuck? Naja, also den besuchen wir mal. Wir möchten mal wissen, was da los ist. Hat er seine Meinung doch wieder geändert, oder was? Kann der Typ sich auch mal entscheiden? Ach, ja. Ich kann einfach den Typen nicht leiden, wisst ihr? Ich denke, das ist kein großes Geheimnis für euch, dass ich den Typen nicht ausstehen kann. Also hier können wir etwas herzeigen. Ich dachte, hier wäre das Bad. Das ist schade. Weil es muss doch irgendwo das Badehaus sein. Damit wir uns erholen können. Das hier war jetzt nicht der Shop, oder? Ja, doch, das war der Shop. Und hier drin war nochmal... Ah ja, da ist... Sky... Und hier ist der Speicherfuzzi und das ist das Ende. Hm. Okay. Das ist schon komisch. Da ist Onkel Mimics Dingenskirchen. Dort, wo er seine neuen Antiquitäten vorstellt. Vielleicht hier drüben? Also ich kann hier jedenfalls rauf. Also sie erzählt uns nur vom Ammo-Baron. Naja, anscheinend gibt es ja leider keinen Entspannungsraum, so wie es im ersten Teil noch der Fall war. Und im dritten Teil gibt es, glaube ich, auch wieder einen Entspannungsraum. Oder vielleicht ist nur der Entspannungsraum in Shantae's Behaus und nee, auch nicht. What? So, was will der Bürgermeister jetzt genau, hä? Huh? Ach ja, ich kann jetzt... Affenverwandlung und kann ich mir das hier holen? Ein bisschen mehr Kohle. So am anderen Ende hier. Bei dem Polypstrand. Ich glaube, da benötigen wir eine zusätzliche Fähigkeit, um da... Ach so, geht auch so. Ich dachte, es geht gar nicht. Na gut. Passt schon. Hab mich getäuscht. Da muss man sehr geschickt vorgehen. Und aufpassen. Wenn möglich. Ah, verdammt nochmal, ey. Komm schon. Nicht, dass ich jetzt deswegen sterbe. Wegen sowas Lamen.
weil ich da irgendwie nicht geschickt genug bin. Oh, das sind schon heftige Sprünge. Wie dreht diese blöde Statue, dreht er wieder ab an Stelle? Wie kommt der Bürgermeister denn bloß an so einen gefährlichen Ort? Was gibt es hier? Irgendwas Interessantes muss es hier geben, aber da komme ich leider nicht. Oder komme ich da hoch irgendwie? Nee, geht nicht. Da brauche ich eine bessere zusätzliche Affenfähigkeit, wie es scheint. Weil ich hörte, es gibt eine besondere zusätzliche Fähigkeit für den Affen. Und dabei meine ich jetzt nicht das Attackieren, sondern was ganz anderes. Gut, hier ist wenigstens Boden unter den Füßen, aber... Nein! Bitte nicht von vorne! Dankeschön. Aber Alter... Wie steht das jetzt an? Bleib doch... Nein! Verdammt nochmal! Ich brauche Potion. Ah, schon besser. Alter. Mann, jetzt bleib... Um Himmels Willen oben. Boah, verdammt nochmal. Oh, nein, halt die doch fest, Mann. Das geht mir so richtig auf den Keks hier, diese Passage. Und das alles nur um den Bürgermeister zu suchen. Wie ist der da überhaupt drüber gekommen? Ich muss mich da schon überanstrengen. Wie weit ist denn das noch hier? Herrgott nochmal, ich hoffe, das lohnt sich. Nein! Ja, klasse. Und da war... Ja, nee, ist klar, muss ich da wieder den weiten Weg hier machen. Scheiß doch die Wand an. Könnte kotzen, was soll das? Mann! Oh, das gibt's aber nicht. Boah, was ist denn das für eine kranke Stelle? Ach, Mann. Halte ich jetzt um Himmels Willen fest. Und geh da bitte rüber. Wie weit dieser Scheiß... Weg denn noch ist. Ist echt verrückt. Auf da. Dankeschön. So, jetzt bitte nicht mehr runterfallen da. Du schaffst das. Geschafft. So, jetzt können wir hier safen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht umsonst, was ich da mache. Ich hoffe, dass ich hier wenigstens noch eine Statue kriege. Ja, die kann man nicht besiegen, leider. Diese Scherenmonster. Echt unglaublich, was der Bürgermeister da für Gefahren überwinden musste. So, danke schön, den Teleporterstatue. So kann ich diese heftige Passage tatsächlich überspringen. Und hier gibt es tatsächlich einiges an guten Schätzen. Wie kommt der Bürgermeister bitte schön hier rüber? Hey, du wolltest mich sprechen? Oh, der Genie. Ich vermute, du bist immer noch wütend auf mich. Ja. Oder besser. Nein, überhaupt nicht. Und dieser Gesichtsausdruck ist auch, überhaupt nicht verärgert. Worte haben gesprochen. Nun, da Risky Boots Rache ausübt, ist sick. Und, Angst davor, Waggon auszus. Ohne unsere Fischer-Lieferung wird Scuttletown irgendwann weggespült. Ich, hatte gehofft, dass nicht. Nicht darauf ruhen zu lassen, aber hier. Town Deed. Was ist das?
Vertrag Skuddletown? Ein Wealthy? Von weit der Prärie, Wasteland, ist glaube ich Prärie. Hat mich dazu erpresst, die Stadt zu verkaufen. Ich habe mich geweigert, natürlich. Aber nun ist ein... Aber jetzt ist so ein letzte Forderung. Es ist ein letztes Angebot. Die letzte Hoffnung für unser Erfolg. So, nach langen Überlegungen habe ich beschlossen, das Ruder ihm zu überlassen. Das Leben wird niemals dasselbe sein, aber zumindest wird Skuddletown dadurch bestehen können. Da muss doch einen anderen Weg geben. Wenn es nur einen geben würde. Aber ich fürchte, das kleine Profit, der kleine Profit in unserer alten Stadtlage Aber ich befürchte, um den Profit unserer Stadt zu gewährleisten, ist das hier die einzige Möglichkeit. Bitte vollführe meinen Auftrag als einen letzten Akt, einer Arbeit. Finde den armen Baron und gib ihm diesen Vertrag. Wenn wir wirklich ihm den Vertrag aushändigen? Ich würde mal sagen, nein, das möchte ich eigentlich gar nicht. Mir gefällt die Vorstellung gar nicht, das machen zu müssen. Also hier müssen wir auf jeden Fall nochmal hin, um ein weiteres Item finden zu können. So, aber erstmal gehen wir zurück zu den, ja, Kürbisfeldern. Zu Pumpkin Patch. Wir haben eigentlich auch genug Geld, um mir uns wieder was zu kaufen. Oh, verflixte blöde Nager. Geh weg. So. Bam. Also unsere Angriffskraft ist zwar nicht höher, aber dafür können wir uns so schneller zuhauen. Bin ich froh, dass unser Angriff dadurch verbessert wurde. Hm, vielleicht kann ich ihn noch mal ein bisschen aufbessern. Jetzt wo ich wieder etwas Kohle bekommen konnte. Immerhin. Immerhin. Ups. Ja. Er will also, dass wir den Hammerbaron den Vertrag der Stadt überlassen. Also ich hätte das, empfinde das jetzt nicht als eine gute Idee, aber da bleibt uns anscheinend nichts anderes übrig fürs Erste. Hm. Ach so. Hm, da brauche ich 3 und ich brauche 300. Na gut, dann werde ich hier die Gewitterwolke aufs Maximum weiter verstärken. Auf. Und. Also jetzt nicht aufs Maximum, sondern auf die nächste Stufe, würde ich sagen. Und mir noch ein paar Potions kaufen. Das war's. Alles klar. Können wir das auch gleich ausprobieren, wie die Wolke so abgeht? Hm. Oh, wir können sie jetzt Bombe auf den Gegner losschicken. Und wie steht das mit der normalen Form? Was kann eigentlich die? Ich wollte mich jetzt nicht verraten. Und ich wollte das eigentlich auch nicht auswählen. Mit Startknopf. So. Hm. Aha. Sehr interessant. Also die erste Gewitterwolke ist wirklich ein Blitzschleuderer, die andere ist eine Bombe. Schon sehr interessant. Hm. So, hier haben wir nochmal die Übersicht auf alle Items. Aber ich vermute mal, ich werde jetzt erstmal den Super-Pikenball bleiben.
Der macht nicht nur auf. Der umkreist mich nicht nur, um mich zu schützen, sondern macht auch einen Haufen Damage beim Gegner. Wolltet ihr euch von hinten anschleichen, ihr blöden Nagas? Ah, danke. Alter! Wie viel davon respawnen? Und man könnte die fast schon nutzen als Geldquelle. Und als Quelle, um Herzen aufzufüllen. Ich meine, guck sie das dann an. Wie schnell die jedes Mal respawnen. Kann keinen Schritt tun, ohne dass die nächste auftaucht. Okay, die geben jetzt leider keine Kohle mehr. Schade. So 300 und 3 magische Krüge benötige ich, um die maximale Power von den Haaren freizusetzen. Wow. Alter. Es ist ja schon gut, dass sie jetzt eher verharmlost wurden, die ganzen Nagas, im Vergleich zu denen vom ersten Teil, aber dennoch. Ja. Na gut, es kann jetzt endlich weitergehen. Mit einer blöden Kürbisbombe. Da gibt es leider noch mehr von denen. Mehr als genug. Die könnten wir eigentlich auch getrost ignorieren. So, jetzt schauen wir mal hier, ob wir hier vielleicht den Affen verwenden. Nö. Schade. Aber hey, wir haben jetzt wenigstens volle Magie und volle Herzen. Also, nicht so schlimm. Das dürfte hart werden, weil die blöde Vogelscheuche mit den Kürbisbomben ist im Weg. Ja, lässt sich jetzt nicht vermeiden. Hätte es vielleicht schon, aber ich habe mich da jetzt nicht gut genug dafür angestellt. Weg. Jetzt Schluss mit dir. Wow. Ach. Ich lasse mich einfach auch immer treffen. Trotzdem kriege ich wenigstens wieder ein Herz zurück. Na gut, ich bin jetzt wenigstens besser vorbereitet, als ich vorher war. Habe ich vorher noch ein bisschen auf Risiko gespielt, jetzt geht's mir um einiges besser. So. So, der Baron. Die Baronwüste. Na gut. Ja, diese Gegner sehen zwar putzig aus, aber sie sind gefährlich. Schleime? Auch das noch. Wow. Episch Glitch. Die Knochen sind gleich verschwunden. Ja, das führt doch irgendwo hin. Wow. Verschwindet. Können wir nicht zerstören, leider. Ja, da reißen sie das Mal. Da reißen sie schon das Mal auf. Um noch mit zu schnappen. Geh sterben. So. Da müsste ich einen Weg finden, hier reinzukommen. Dieses Loch. Es ist, um dieses Loch erreichen zu können. Weg. Das führt doch zu irgendetwas. Ups. Okay, da habe ich jetzt nicht bemerkt, dass hier Abschutzgefahr. Hey! Ich wollte doch noch ein bisschen an den Rand gehen. Das anzugucken. Eine Bogenschützin. Ha. Umgenietet. Ja, aber da gab es doch vorher noch etwas, bevor ich jetzt in das Loch gegangen bin. Aber was? Oh nein, die Spinnen sind wieder da. Verpisst euch doch, ihr blöden Drecksviecher. Nein, nicht auch noch ihr. Alter. Diese kleinen Fledermäuse mit Kronen sind ganz schön flink. Aber immer wieder und Herznachschub. Aber wann ich endlich auch mein Herzcontainer kriegen könnte hier? Ach so, damit hätte ich das hier überspringen. Ja, okay. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Au. Mann. Dann werde ich euch endlich mal los. Du verschwinde auch. Ach, verschwinde doch endlich. Mann, warum treffe ich denn nie? Ach. Blöde Drecksviecher.
Oh. Weg. Du auch. Und du erst. Verschwinde. Mann. Lästige Drecksviecher. Und die Bogenschützen sind leider Gottes auch wieder da. Ja. Oh, das war's mit dem Mann. Wie sie sich auflöst, das sieht krank aus. Wow. Alter. Da bin ich froh, dass ich über den Fall noch drüber gesprungen bin. Wie sich da auflöst, das sieht krass aus, oder? Verschwindet sie in ein Loch? Weiß ich, was ich davon hatten soll. Und ja, da muss ich wieder durch eine Höhle. Hm. Wüstenpass? Was ist das? Aha. Okay. Wo führt das jetzt hin? Oh, so ein kleiner Schatzraum. Nehme ich gern. Hm, gibt's ja sonst noch wo? Kann ich irgendwie hoch oder runter klettern? Sieht nicht so aus. Hm. Ach, geh doch weg. Wow. Da macht er auch noch so ein putziges Gesicht, wenn sie mich erwischt. Die nutzen wirklich ihre Niedlichkeit um. Alter, ja, da habe ich mich in eine blöde Situation gebracht. Wo geht's denn hier weiter? Dafür bringt ihr gar nichts, oder? Habe ich da irgendwas übersehen? Ich komme da gar nicht weiter. Lol. Oder kann ich da vielleicht mit Schadentäter ein Loch schlagen? Nee. Schade, weil ich dachte, beim Kriechen kann ich ja auch zuschlagen. Ach. Ist alles nur, um irgendeinen fremden Typen die Stadt zu überlassen. Ah. Aber vielleicht finden wir dort auch das Siegel. Das zweite Siegel, wollte ich sagen. Hm. Mann, da könnte es immer wieder jederzeit versteckte Wände geben. Verschwinde! Lässiges Drecksvieh. Hm. Überall könnte was versteckt sein. Da unten zum Beispiel sehe ich was. Oh, aber da kommt auch ein Gegner raus. Ja, kein Problem, um den kümmere ich mich jetzt gleich. So, hier wäre anscheinend jetzt der Ausgang. Aber damit gebe ich mich noch nicht zufrieden. Erstmal heißt es hier auskundschaften. Hä? Was? Oh, hier. Ich dachte schon, wir kommen an die Stelle, wo wir schon waren. Aha! Ein kleiner netter Schatzraum. Nice! Schon haben wir wieder über 100 Edelsteine. Wie nice ist das denn? Wenn wir jetzt noch drei weitere magische Krüge finden, dann könnten wir jetzt noch ihre Haarkräfte aufs Maximum verstärken. Aber für die Magieattacken benötigen wir noch mindestens 6 magische Krüge und dann noch 2 für die Bücher, also insgesamt 8 noch zusätzliche. 11 müssen wir also noch, bräuchten wir also wahrscheinlich jetzt noch, wenn ich mich nicht verzählt habe, um alles freizuschalten, nehme ich mal an. Mann, diese Viecher sind lästig. Au, ja klasse, da kassiere ich vorher noch einen. Oh, 2 Wege. Gehen wir mal zur rechten. Und sehen nach den rechten.
Oh, ich schätze mal, wir sind angelangt. Doch nicht. Eine Mumie, oder was? Oh, Vorsicht. Schön von den Gegnern fernhalten. Nee, nee, nee. Vergiss es mal ganz schnell wieder. Ist das hier der richtige Weg? Ich weiß es nicht. Ich will natürlich jetzt nicht den richtigen Weg gehen, weil ich möchte vorher noch gucken, ob es noch einen Schatz gibt. Oh nein, da sind die wieder. Einfach ignorieren und da weitergehen. Ja, wo sind wir jetzt? Ekliger Schleimbolzen. Verschwinde. Und du auch. Und du erst. Hier wird der Affe benutzt. Oder vielleicht können wir es auch so schaffen? Ja. Geht auch ohne den Affen. Oh, die verschießt mehrere Pfeile. Das muss eine Elite-Bogenschützin sein. Naja, die braucht genauso viele Treffer. Sie ist halt nur in Angriff stärker. So. Bam. So. Einfach mal die Gegner alle niedermachen. Ja, hier muss ich als Affe rauf und bei diesen Gegner ignorieren. Ihr seid so langsam. Aua. Und da lasse ich mich. Und da springe ich direkt in den Gegner rein, um mir selbst zu schaden. Was wollen die eigentlich? Wieso greifen die mich eigentlich an? Hm. Hier oben ist nichts. Was ist das hier für ein Ort? Ist das hier der richtige Ort? Anscheinend, ja. Hier gibt es wieder einen weiteren. Teleporter-Statue. Oder ein Teleporter-Tintenfisch. Oh. Ach, da ist das Ende? Hier geht's nicht weiter? What? Wozu kann man hier raufklettern? Was zum Teufel? Was ist das denn für ein Ohr? Ich hoffe, das ist kein Bug. Weil eigentlich sollte es doch hier weitergehen, oder nicht? Oder ist es einfach nur für die Statue alleine? Und vor allem für den Stein. Der Elefant, glaube ich, kann das nur aus dem Weg räumen. Aua. Voll aufgespießt worden vom Pfeil und auch vom nächsten. Nur um einfach hier rüber zu rushen. Moment. Moment, Moment, Moment. Was ist eigentlich hier? Gar nichts. Okay, vergessen wir es schnell wieder. Diese Wand ist nur zur Deko da. Dann wahrscheinlich auch die von... Ja. Oh, Herz. Herz, mein Herz. Aua. Dann ist wahrscheinlich auch die... Wand nur als Deko da. Okay, dann geht's hier weiter. Okay, der braucht 4 Treffer. Sollen wir den Super Pike Ball ausprobieren? Oh ja, das sind gleich 2 von denen. Nice. Aua, da hat er mich voll ausgenockt. Alter. Und die sind als einziges unbesiegbar, diese Gegner. Oh, das hört meine Magie wieder auf. Er hat die Attacke wirklich so lange, bis dass die Magie aufgebraucht ist. Das kann ich wirklich perfekt nutzen. Die Technik ist einfach nur nice. Ich glaube, das ist wirklich meine Lieblingsmagie-Technik von allen. Weg. So, kommen wir jetzt endlich mal weiter. Ja. Hier ist der Speicherfuzzi. Und ich wollte nur sagen, sollte ich jetzt wirklich an der Stelle schon einen Part beenden? Nee. Und dann schieße ich noch zum Ammo-Baron. Oder soll ich? Da muss er sein. Na denn? Naja, wir sind ja beim Ammo-Baron jetzt angelangt, also starten wir ihn auch gleich einen Besuch ab. Was ist das hier?
Name ist Barracuda Joe und das ist der Kampfturm. Hast du ein Passport? Hab ich? Sorry, Kid. Nur Einwohner sind gestattet, hier teilzunehmen. Suche den Ammo-Baron auf. Enlist and he'll get straightened out. Ein so saucy dance? Moment, schmutziger Tanz oder was? Alter. Ja, der Part ist schon lang genug, deswegen sage ich danke fürs Gucken. Wenn wir jetzt im nächsten Part hier weitermachen, also seid gespannt und klickt da rein. Euer Crush Fortify geht hinein. Bis zum nächsten Part von Let's Play. Shantae 2, Risky's Revenge. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute. Now you know.